Moin moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zum Qualifying von Ungarn. Mit dabei die Lachkrähe Virus. Stolu, Stolu. So, und es scheint trocken zu sein, hoffentlich bleibt es auch trocken. Alles klar. Und ich würde sagen, komm, wir nehmen es einfach so, wie es ist. Jau, jau, sag Mauser, hey, oh. So, guck nicht, ja, komm, und? Ja, komm, fahr, hau ab. Jetzt lass mich doch raus, wetten der Drecksack da vor mir raus. Oh, so. Wieso, bei mir bist du schon weggefahren? Nein, ich bin hinter dir, oh Mann. Wieso das denn? Bei mir warst du schon lange weg. Das haben die, Und jetzt auf einmal bist du genau hinter mir. Was ist das denn für ein Scheiß? Ja, Codemasters, ich bitte um ein neues Update. Das war Bugfixen, Alter, das ist echt mal kacke. Das hatten wir ja letztes Mal auch schon. Na? Ich will... Na, ich wollte das Benzingemisch runterstellen. Nicht Jeff. Wenn du schlau wärst, Keule, wird so ein bisschen langsamer in der Einführungsrunde fahren, dann kommen wir aber nicht so nah aneinander. Ich habe auf Mager gestellt jetzt. Oh, magersüchtig, Magerquark! Besser ist das, ja. Wollen wir nur mal hoffen, dass jetzt in dieser Runde, dass da alles perfekt läuft, weil wenn man nachher nochmal raus müsste, wäre nicht so gut. So, jetzt kurz mal Zielgeraden, jetzt kommt's drauf an, Alter. Gemisch wieder hochstellen und gib ihm. Ach, natürlich hat man jetzt Leute vor einem, ist natürlich Klärchen. Fuck, die Runde wird scheiße. Mit Stroll und einem Red Bull vor mir, ach du jemine. Boah. Da merkst du, dass man manchmal irgendwo ein bisschen zu langsam bin, ey. Manchmal noch ein bisschen schwer einzuschätzen für mich. Okay. Ja, die Strecke ist auch jetzt nicht gerade unbedingt einfach, finde ich. Komm schon, Verstappen, gib Gas. Ich habe keinen Bock, dich noch überholen zu müssen. Los, Django. Du bist der Star Wars oder Django Fett? Oh, nehme ich. Boxenstopp. Alter. Buja. Oh, Platz 2, jawoll. ...1,21, ey. Oh. Da war ja trotz Verkehr diese Runde echt perfekt, Gott sei Dank. Das wundert mich jetzt aber, Digga. Ja, mich auch, weil eben hatte ich 1,23 oder so und jetzt 1,21. Das ist natürlich... Ja, guck, und ich habe mich auf 1,23 gefahren jetzt. Ja, guck, da passt das doch. Oh, mega Sache, Alter, mega! Deswegen Reifen schonend an die Box fahren und dann ist alles gut. Ja so, warte mal, ich kann das ja. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Behindere ich noch ein kleines bisschen den Verstappen und dann passt das. Ja, Benzin für eine Runde. Ich brauche jetzt eh kein Benzin mehr. Ich bin jetzt so gerade da und dann... Ja,
super. Erst macht der Verstappen Druck und dann fährt er selber an die Box. Was ist das für ein Vogel? Ja, da fahre ich mit 73 in die Boxen. Gasse, was soll's? Hauptsache drin. Ach, guck. Camelo wird gerade reingeschoben. Klingt schon wieder pervers, ich weiß. Schieb den Ball zurück ins Meer. Ja, ich hätte noch 1,52 Runden gehabt. Gut, dass ich jetzt rein bin. Hat alles hingehauen auf Mager. Ja, wollen wir mal gucken, was die Zeiten so sagen. So. Ja gut, okay. Unsere engsten Verfolger sind noch nicht los. Oder? Nee, der Valtteri ist noch nicht los, aber ich glaube, der Hamilton ist schon eine Runde gefahren, oder? Ja, der Hamilton ist schon eine Runde gefahren, alles klar. Ja, so lasse ich mir das doch gefallen. Ja, jetzt darf ich endlich eben ein Menü was machen, bis die dann endlich mal fertig. Oh, guck mal, 6. Jetzt liegt unsere beste Runde bei, eine Minute. Schauen wir mal nach oben, ja, ja. Na, guck. Hamilton 1,24, wow! Ja, der legt vielleicht noch mal ein kleines bisschen nach, aber dann auch nichts mehr. Also es dürfte reichen für dich. Danach der Stappen und der Perez, Magnussen, Hülkenberger auf 7. Okay, der hält sich da, aber gut, oder ist unter den 10? Top 10. Ja, das wird sich noch alles ändern, wenn die anderen alle mal losgefahren sind. Ist das sowieso durch, sondern gucken wir doch mal gerade an, wer auf der Strecke ist. Ja. Letzten 5 Minuten laufen. Daniel Ricciardo ist auch draußen. Mal gucken, was der macht. Gut, dass ich vorhin, was hatte ich, 1,26? Was war das? Beim ersten irgendwie sowas, ja. Beim Training irgendwie sowas. Hat. Nur, dass ich jetzt 1,23 habe. Das wäre jetzt was gewesen. Der Magnussen fährt in die Box. Der Hülkenberger auch. Ja, dann haben wir da den Ricciardo. Ja, so, Ricciardo ist gerade auf seiner Runde. Jetzt zählt's. Mal gucken, was er macht. Ja, sind nur 5 Wagen draußen. Da kann man nicht viel jetzt hin und her schalten. Und dann schauen wir uns das auch mal von Ricciardo an. Ricciardo, McLaren, beziehungsweise Mercedes sind so die ja, Duellierenden oben auf Podiumsplätzen. Mit denen hat man es nicht einfach. Ja, die fahren der sehr diszipliniert durch die Kurven durch, also kann man nicht motzen. Zwar ein bisschen sehr lahmarschig bei manchen Stellen, aber naja. Gut programmiert. Irgendwie kommt der Ricciardo nicht wirklich vorwärts, weil ihn der, ich weiß nicht, wer das vorhin ist, da so ein bisschen abbremst. Nee, der ist ja gerade erst auf den drauf gefahren, also auf den hinten hinterher gefahren, also da ist nichts blockiert oder so. Weil auf der Geraden zieht er ihn vorne weg. Ricciardo auf 4. Oh, das ist doch schon mal was, guck mal. Da hat der sich wieder vorgeschoben. Gut, wenn natürlich jetzt der Bottas, der fährt auch nochmal auf 3 oder auf 4, dann ist das wieder alles hinüber. Grosjean. Und der Grosjean, der kann in Ruhe fahren. Der hat genug Platz vorne und hinter ihm. So, jetzt kommt der Valtteri. Mal gucken, wo ist er rausgekommen. Ah, der Valtteri auf 3. Guck mal, hat er... Oh! Okay, ich habe nichts gesagt. Also... What? Alter, das wird nochmal eng. Norbert, Alter. Oh. 11 von 20, jetzt ist die Strecke voll.
Also, ja, nicht ganz ja, voll. 14 von 20. Ja, jetzt wollen sie mal wissen. 15 von 20. 16. Oh, 17. Ja, wissen ja, außer wir ja, beiden sind alle draußen. Raus, ja. Ey, geil. Also, kannst du sagen, der Hamilton wird nochmal versuchen, an den Bottas vorbeizukommen. Nein, bloß nicht. Also, wenn du Glück hast, bleibt es so, wie es ist. Wenn du Pech hast, mal gucken. Aber ich hoffe, dass das so passt. Okay, ja, Ricciardo fährt in eine Box. Wen haben wir denn noch? Oh, weia. Ja, unser Flying Dutchman ist auch draußen hier. Oh, die Kamera wackelt, das ist irgendwie, ey. Also zwei, drei Stück fahren wir dann in der Box, dann geht's wieder einigermaßen. So, oh, 40 Sekunden noch. 35, ja. Da können wir gespannt sein. Ja, ja, ja. Also ich wette, der Lewis, der schafft's entweder noch vor Bottas oder er bleibt da, wo er ist. Eins von beiden. Der Hamilton, der ist ja noch. Wenn die Zeit jetzt abläuft, können wir nicht mal zugucken, oder wie war das? Nee, aber es steht ja gleich da. Wir kriegen ja dann sofort die Trommelwirbel und Ping. Yay, yay, oh! Guck mal, er hat's nochmal davor. Junge, Junge. Yay, yay, yay. Guck dir aber nicht viel, ein paar Sekunden wieder. Wie schon, drei Hundertstel waren es dann. Halleluja. Ich hätte nicht gedacht, dass der nochmal da... Naja, egal. Ja, das wird dann wieder ein... Oh, guck mal, Ferrari vor Mercedes und Red Bull. Red Bull ist auch wieder Doppelpack. Kann ja heiter werden. Ja, meine lieben Freunde, ihr seht's, das wurde nochmal ganz schön eng. Wir würden sagen, wir sehen uns wieder beim Rennen wieder. So, also bis zum nächsten Renntag, euer Virus. Schau mit V.